herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's auf unserer Österreich-Tournee. Wir sind in Graz angekommen und wir gucken uns heute das KTM-Werk an. Heißt, mit ganz, ganz, ganz viel Glück können wir endlich über diesen Mythos von dem neuen KTM, der nennt sich GTX, ein bisschen aufklären. Weil man liest da bis heute erstaunlich wenig im Internet zu, finde ich. Aber hier werden sie gebaut. Die alten werden auch hier gebaut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Michael, der Geschäftsführer, wartet schon auf uns und der führt uns ein bisschen um. Die wichtigste Frage werde ich gleich am Anfang stellen, aber das seht ihr gleich. Also, wir haben die Verantwortlichen hier gefunden. Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Geschäftsführer hier. Sehr, sehr gerne. Wir brauchen herzlich willkommen. Hier auf jeden Fall gleich erstmal so ein ganz bisschen Expo. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Ich muss eine Frage als allererstes stellen. Ich sage immer Expo. Ist das korrekt oder falsch? Eigentlich heißt es Crossbow. Es wird halt alles abgekürzt. Aber der Crossbow per se war unsere Gedanke des Autos, dass es die zum damaligen Zeitpunkt rudimentär am weitesten entwickelte Waffe war. Und deswegen Crossbow, die Armbrust. Okay, also... Und immer. Cross wird im Englischen halt abgekürzt auf X, deswegen... Wenn ihr nach außen über dieses Auto kommuniziert, sagt ihr aber immer Crossbow? Ist es der Crossbow. Ist es der Crossbow, okay. Also habe ich es immer falsch gesagt, dann haben wir das erklärt. Ab sofort ist es für mich auch der Crossbow. Und Philipp, du wirst uns am Ende auch noch ein bisschen rumführen hier. So ist es, ja, genau. So, extrem cool, dass wir auf jeden Fall hier sein dürfen. Wir sind hier in Graz. Das ist der einzige KTM-Stützpunkt, wo der Crossbow gebaut wird. Das ist richtig. Schon immer seit eh und je hier? Schon immer seit 2008, genau, wo wir begonnen haben. Hat sich das in Graz angesiedelt, aktuell über 1400 Fahrzeuge im Feld, ja? Und wir bauen aktuell zwischen 80 und 100 Stück pro Jahr. Ich persönlich hätte gedacht, dass es mehr sind sogar. Ich finde 1400 ist immer noch eigentlich so eine geringe Zahl, weil ich weiß ja, wie oft die Dinger kaputt gemacht werden. Immer noch eine Kleinserie meinst du, ja? So, immer noch. Ich hätte eher damals größer gedacht, ja, mit mehr Fahrzeugen pro Jahr, aber die Wirtschaftskrise hat uns 2008 so getroffen, dass wir uns in der Nische jetzt so zurechtgefunden haben, dass wir bis maximal 100 Fahrzeugen im Jahr ausgeliefert haben. Okay, 100 im Jahr. Krass. Ich glaube, ein Punkt, der noch interessant ist, wir müssen noch einmal kurz aufklären, was hat das mit KTM auf sich? Ist die KTM Motorradherstellung das gleiche wie hier die Expo-Aufstellung oder sind das nur Tochterfirmen oder wie ist das getrennt? Prinzipiell sind wir eigentlich eine Tochter von KTM selbst, ja, was das Auto betrifft. Produziert wird alles in der Muttergesellschaft und das wird dann über Töchtervertriebsgesellschaften nach draußen vertrieben. Das wird jetzt zu technisch, das Ganze, aber wir sind unter der völligen Kontrolle der Mutter und sind Teil davon. Sie uns mehr oder weniger wie eine Sparte von KTM, Teil der Familie, zwar vier Räder anstatt zwei, aber völlig integriert. Das heißt, guckt da von KTM dann auch mal einer drauf oder ist alles, was den Crossbow betrifft, eure Ingenieursleistung? Teils, teils. Wir nutzen Synergien. Es gibt natürlich auch im Bereich Kundendienst, in der technischen Entwicklung gibt es Synergien, wo wir uns der Mutter bedienen. Zum Beispiel, wenn wir an neuen Fahrzeugen bauen, gibt es Laservermessungen. Das holen wir uns natürlich als Know-how natürlich mit der Erfahrung unserer Kollegen von der MotoGP. Das müssen wir einfach nutzen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall höchstgradig interessant, weil wir sehen hier so viele Wagen, wo so viele geile Teile drauf liegen, die man natürlich jetzt so, wenn man so ein bisschen an so einem Ding geschraubt hat, schon mal wieder kennt. Und deswegen, es wird gut. Okay, hiermit hat alles angefangen. Nee, eigentlich damit hat alles angefangen. Hiermit hat alles angefangen, richtig. Das war unser erstes Modell 2008, damals in der europäischen Superlight GT4, eigens nicht für uns, aber als Klassifizierung gegründet. Ist dieses Fahrzeug in der europäischen GT4 Superlight an den Start gegangen und hat sich da gegen andere GT4 Derivate, unter anderem auch Aston Martin, gematcht. War sehr witzig, dieses Fahrzeug zu sehen im Regen in Monza zum Beispiel mit den richtig fetten Fahrzeugen. Ja. Aber sie haben sich sehr, sehr wacker geschlagen und es gibt ja kein schlechtes Wetter, auch wenn das Dach fällt. So, jetzt kurz, das Fahrzeug wird heute noch genauso gebaut, wie auch das Fahrzeug, wo wir am Ende zukommen, der GTX. Wird beides hier hergestellt. Das hat sich natürlich weiterentwickelt, beziehungsweise hier sieht man auch Prototypenteile. Wir haben natürlich am Fahrwerk uns weiterentwickelt. Das waren am Anfang nette Gehversuche, wo man 1:1 von den Motorrädern Teile und der Töchterfirmen übernommen hat. Das hat sich weiterentwickelt, aber das Fahrzeug als solches wird nach wie vor offen mit knapp 800 Kilogramm produziert in Graz und kann so bestellt werden. Kurz noch einmal, wie kam es überhaupt zu diesem Auto? Also was hat sich KTM damals gedacht? Wir haben ziemlich viel im Motorradsektor erreicht gehabt und haben so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und die Denke war einfach, das Ganze auf Vierrad zu duplizieren. Und man wollte damals eigentlich Formel 3-Technologie
Straßen zugelassen, homologiert auf die Straße bringen. Und das war das Ergebnis daraus, Fahrspaß puristisch als möglich gewährleisten zu können. Für mich ist der Crossbow so richtig bekannt geworden, immer wenn Race of Champions war. Wo wirklich zum die Beispiel. Formel-1-Fahrer mit den Dingern gefahren sind. Das war so das Erste, wo man sie immer so gesehen hat. Okay, das hier ist dann Prototyp, oder? Weil hier noch so eine das waren noch Zusatzauflaminierungen zu der Zeit. Wie gesagt, das ist jetzt mehr als 15 Jahre alt. Die Felgen durften so nicht kommen mit diesem 7-Stern, weil sie zu weit rauskrachten. Nee, nee. Ja, siehst du sofort, ne? Da kriegt man homologativ dann schon Probleme. Ja. Aber ich sage mal, die querliegende Federung, die doppelten Querlenker und so weiter, das ist alles gleich geblieben. Wir haben es verbessert, adaptiert und das Fahrwerk ist immer einstellbarer geworden, aber der rudimentäre Gedanke ist geblieben. Das heißt, das ist theoretisch auch die Fahrgestell Nummer 1, wie hier steht, also der erste, der gebaut wurde? Es war sogar eine Vorserie, also Vorder 1. Geil. Cool. Und sieht immer noch modern aus. Ja, ja, definitiv. Ich sag immer, am meisten Spaß macht mir das Auto immer, wenn ich damit durch die Innenstadt fahre. Also was eigentlich gar nicht für das Auto gedacht war. Ja. Aber beim Crossbow hat man so null diesen Neideffekt der Leute. Mhm. Das heißt, man kann sich einfach Sonnenbrille aufsetzen, fährt einfach nur durch die Innenstadt und jeder fragt sich, was ist das? So, ne? Weil die jetzt auch mit dem Vierzylinder meistens eher leise sind, vorsichtig gesagt. Ne? Denken auch viele, glaube ich, ob das jetzt irgendwie so ein neues Elektroauto wäre oder so ein 1-Liter-Auto oder irgendwie sowas. Obwohl es ja eigentlich einen ganz anderen Zweck hat. Ne? Ja. Mein Vorteil bei uns war immer das verstellbare Lenkrad und die Pedalerie. Das heißt auch im Rennsport für uns von Vorteil. Du hast keine Elektronik, es braucht wenig Gewicht und du hast, wenn du mehrere Fahrer drin sitzen hast, eine sofortige Einstellmöglichkeit, was natürlich auch vom Vorteil geht. Das heißt, man kann bei diesen Fahrzeugen sowohl die Pedalerie nach vorne und hinten schieben, als auch das Lenkrad hoch, runter, rein, raus und auch ganz schön viel. Das sind ja wirklich so 10 cm, die du dir gefühlt reinrosten kannst. Das heißt, da sitzt eigentlich jeder richtig drin. So, das ist dann jetzt die aktuelle Version, die Facelift-Version davon eigentlich. Genau, richtig. Genau. Du siehst auch schon das neue Display drinnen bereits. Ah, stimmt, das kenne ich noch gar nicht. Ja. Ist jetzt ein Farbdisplay geworden. Damalig haben wir ja genutzt das RC8-Display aus dem Motorrad raus. Ja, schwarz auf orange. Das ist jetzt ein Farbdisplay von MTA. Ist das theoretisch das gleiche Display wie im Motorrad drin war oder ist das anders? Hier war es das gleiche. Ist wirklich das gleiche. Das theoretisch aus der RC8 raus, ja. Mhm. Und halt die ganze Heckpartie ist so ein bisschen anders geworden, ne? Genau, wir haben es mehr geschlossen. Die Lufthutze ist jetzt gewichen einer, ich sag mehr erwachseneren Struktur. Ja. Und du siehst, die vorderen Bonnets schweben nicht mehr so. Die sind auch mehr geschlossen worden. Mhm. Das Ganze wurde damals eigentlich von dem GT-Modell mit der Windschutzscheibe so übernommen. Und das hier ist wahrscheinlich das beliebteste Teil aus eurem Powerparts-Katalog. Das sagst du vollkommen richtig. Du siehst auch interessanterweise mit dem Straßenkit der dritten Bremsleute. Das heißt, wenn du das jetzt hier noch mit einer Zusatzlippe versiehst, hast du Straßenzulassung. Ah, da gibt es sogar doch. Ja. Du darfst dann auf der Straße fahren. Und ich habe extra nur so einen schmalen besorgt, weil ich dachte, der ist only for race hier, aber wieder was gelernt. Geil. Ja, weil das ist halt mal ein Spoiler, ne? Das ist mal ein Spoiler. Das ist auch noch ein Punkt. Es gibt von euch ja diesen geilen Powerpass-Katalog. Ich kenne mittlerweile auch in- und auswendig. Das ist wirklich für jeden Tuner, schlägt das Herz gleich 10 Mal höher, weil man kann wirklich alles bestellen. Also das ist wirklich ein Katalog, ich glaube 80, 90 Seiten. Richtig. Wo alles über Fahrwerke, Felgen, ABS, gibt ja eigentlich keine Grenzen, ne? Renngetriebe. Das war immer unser Denke oder unsere Vita, dass wir gesagt haben, wir möchten auch Kunden, wenn sie jetzt ein Fahrzeug gekauft haben, nach 2-3 Jahren nicht einfach sagen, kauft euch ein neues Auto, sondern es gibt auch nach 10 Jahren oder 12 Jahren noch die Möglichkeit, sich in dem Katalog was Neues auszusuchen. Weil für Spielzeug, es ist immer Weihnachten oder Ostern, dass man sich was gönnt. Ne? Und es gibt halt auch wirklich alles in Carbon. Also wenn man will, kann man wirklich das ganze Auto in Carbon ja eigentlich nochmal hinterher kaufen. Das ist richtig. beim Unterboden per se als Ganzes ist es preislich zwar intensiver und sehr, sehr traurig, wenn man was kaputt macht, aber die Möglichkeit bestünde. Nochmal einmal kurz zur Technik von den Autos. Gibt es die auch noch mit dem kleinen Motor oder kommen die dann alle schon mit diesem 300 PS K04 Motor? Den K04 Lader gibt es jetzt aktuell in Serie seit 2011 mittlerweile schon. Mhm. Das heißt wirklich BWA-Motor mit K03-Lader hat damals schon aufgehört. Das heißt, es gibt ihn nur noch mit dem... Gibt noch den großen, okay. Nur mit dem großen Motor, genau. Du kannst ihn mittlerweile bestellen, manuell getrieben, beziehungsweise mit DSG-Getriebe. Das haben wir noch dazu appliziert. Der hat das DQ250 drinnen. Die Möglichkeiten hast du jetzt noch. Oder du gehst gleich auf ein sequenzielles Getriebe. Das heißt, wir hätten auch ein Package mit dem Hollinger-Getriebe. Wie kam da damals dieser Zusammenschluss KTM und VW Audi Technik. Gab es nur das oder war das der Motor, den ihr am besten fandet? Oder einfach weil Deutschland, Österreich, Europa? Zwei Punkte. Der erste Punkt ist sicherlich, ich sage mal, die gute Kooperation unseres Vorstandes mit Audi zum damaligen Zeitpunkt, also jetzt natürlich noch. Und wenn du so ein Ding schon auf die Straße bringst, ja, so exotisch, so revolutionär, was die Erprobung betrifft, dann greifst du auf einen erprobten Antriebsstrang retour und da hat sich der Audi einfach angeboten. Sie waren die besten Partner, sie haben uns sehr, sehr flexibel geholfen bei der Entwicklung des Dings
und nach 15 Jahren müssen wir sagen, es war die richtige Entscheidung. Ja, wir haben sehr wenige Ausfälle gehabt. Ich sage immer, das ist das einzige Auto, was ich habe, wo ich am Motor rein gar nichts gemacht habe, außer Anbauteile, weil der hat jetzt mittlerweile über 40.000 Kilometer, kriegt wirklich jedes Mal beim Track, der irgendwie so 100 Runden, jeder kann mal eine Runde fahren, übertrieben gesagt, und hält einfach. Das war unsere Denke, dass die Leute wirklich mit Kennzeichen zum Track Day hinfahren, ja. Vielleicht noch die Reifen, damals sind sie mit Semislicks hingekommen und sind gefahren. Wir hatten in unserem Markenpokal, den wir 2010 gegründet hatten, in den ersten Jahren wirklich Kunden aus Tschechien, aus Deutschland, die nach Österreich auf Achse angereist sind. Kennzeichen runter, Rennen gefahren, Kennzeichen wieder rauf und nach Hause. Ja. Geil. Jetzt müssen wir einmal in Ruhe stellen, dann ging es natürlich weiter. Das Auto kennt man ja schon so, ich sag jetzt mal aus dem Fernseher, aus der einen oder anderen Rennserie. Das ist dann die GT4-Version. Genau. Das war 2015 unsere Entscheidung. Als wir wirklich in den professionellen Motorsport, unser Markenpokal war sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten bis zu 60 Startern in unterschiedlichen Klassen. Wussten wir, dass wir zum damaligen Zeitpunkt, um wirklich Rennsport betreiben zu können, einen Käfig und ein Dach brauchen. Mhm. Die Entscheidung wurde uns insofern abgenommen, weil wir keine andere Möglichkeit sahen. Und aus diesen Gedanken heraus hat die Kooperation mit Ryder Engineering begonnen, die sich das offene Fahrzeug zurechtgelegt hatten und gesagt haben, was müssen wir machen, um das zu erfüllen. Und die haben schlichtweg über das Monocoque, über das bestehende Fahrzeug, mit einer gewissen Radstandsverlängerung, dann ein Canopy, ein sogenanntes Verdeck gebaut. Mhm. Das basierend zum damaligen Zeitpunkt mit diesem Sportscar-Käfig angesetzt an der A-Säule, genau für diesen nötigen Schutz und die Voraussetzungen für die GT4 dann gesorgt haben. Okay, das heißt, wenn man jetzt hier genau hinguckt, sieht man, das ist alles das ganz normale Monocoque. Sieht man auch vorne ganz gut so um die Stoßdämpfer rum. Und da ist komplett dieser Käfig draufgesetzt und diese ganze Verkabelung. Eigentlich ist das gleich aufgebaut wie unser offener. Es sind immer drei Sektoren. Du hast quasi die Crashbox als vorderen Teil, die sogenannte Schnauze. Das mittlere Segment ist das Monocoque selbst und dann den Heckrahmen, wo der Antriebsstand drinnen sitzt. Das ist bei diesem Fahrzeug ganz gleich. Man sieht hier recht schön, wo der Käfig eben aufsetzt, nach hinten rein in den Motorraum. Also für mich schon mal Faszination. Das sind ja unfassbar viele Carbonteile. Ne? Also auch eigentlich ja alles. Also es ist ja wirklich jedes kleinste Teil, jede Verkleidung nochmal. Da ist ja eigentlich fast kein Plastikteil mehr dran. Da ist nichts gefaked, das ist wirklich alles Carbon. Ja. Also Carbonfolie haben wir noch nie verwendet. Nee, aber es gibt ja auch viele, wo dann halt doch mal so ein Teil hier auf einmal irgendwie Plastikspritzguss oder so. Ja, aber das ist ja wirklich alles. Bei unseren homöopathischen Mengen, Entschuldigung, ist es fast vernünftiger zu sagen, man geht auf Carbon als wie auf Tiefziehe, weil du hast so hohe Werkzeugkosten und müsstest hunderttausende Stück produzieren. Ja. Da kommen wir mit unserem Stückzeug gar nicht hin. Da ist mir lieber, wir haben flexible Lieferanten, die uns mit unseren Sonderwünschen helfen können und das auf Kleinserie quasi fertigen können. Und wie ist das, dieses Auto nur Rennsport, keine Straßenzulassung? Genau. Mhm. Wir haben es einmal versucht, ja, den auf die Straße zu bekommen, aber rudimentäre Dinge wie fehlende Handbremse, du hast dann bei den Bremssätteln Kollisionen dahinter, das zu verbauen. Das hätte so viele Radträgeränderungen benötigt, dass wir gesagt haben, nein, aber jetzt, gehen wir nicht. Wenn ich jetzt hier vorstehe und Lenkrad zum Rad hinten gucke, dann fällt einem schon auf, dass er länger ist. So auf Bildern wirkt das immer gar nicht so, aber hier ist schon so. Das heißt, es ist wirklich, der Heckrahmen ist einfach weiter nach hinten gesetzt. Korrekt. Die Radstandsverlängerung findet nach dem Monocoque statt. Das heißt, das letzte Drittel hinten ist die Verlängerung und bedingt halt jetzt von 2,43 m auf 2,60 m, 17 cm. 17 cm sogar. Ja, das spürt man schon sehr und vor allem in dem Modell jetzt dann drinnen mit dem sequentiellen Getriebe. Ich habe das Pedal Shifting, kann beide Hände am Lenkrad haben, hat ein Rennsport ABS bereits verbaut. Das heißt, in die Kurve rein spürt man nicht nur den Radstand, sondern natürlich auch ein ganz anderes Fahrverhalten als im Offenen. Im Offenen bist du lang schnell in der Kurve, aber wenn er weg ist, ist er weg, wirst du bezeugen können. Ja. Der Grenzbereich ist dann wirklich sehr... Und man muss sich halt auch so extrem konzentrieren, weil die Windgeräusche alleine so laut sind. So, ne? Ich wollte es jetzt mal probieren. Einige haben mir empfohlen, dass man wirklich unter dem Helm noch Oropax reinmachen soll. Dass man sich zumindest von dem Windgeräusch nicht ablenken lässt und nur so sich aufs Auto konzentriert. Das soll noch mal ein bisschen was bringen. Mhm. Okay, krass. GT4, ja. Das ist schon noch mal was anderes. Hat dazu beigetragen vom Timing her. Die GT4 wurde ja dann wiederbelebt quasi 2016 und wir sind dann mit einer eigenen Akademie reingestartet. Das heißt, wir haben ein ganz nettes Modell gemeinsam mit Ryder ins Leben gerufen gehabt, dass wir Autos über Industriepartner zur Verfügung gestellt haben und das Rennteam bestand aus Studenten, das heißt Ingenieure als auch ein Marketingstudent und Nachwuchsfahrer und diese Teams mussten sich gegeneinander matchen und haben quasi Motorsport von der Pike auf lernen müssen. Unter federführender Hand von Ryder und uns
Aber es war recht spannend, damals die Teams am Arbeiten zu sehen. Das heißt, ihr habt wirklich die Entwicklung so mehr oder weniger auf die jungen Ingenieure übertragen? Das wäre jetzt zu hart gewesen. Aber wir haben sie wirklich Rennsport lernen lassen. Genau. Also richtig, das Produkt war fertig, ja. Aber sie mussten damit lernen, umzugehen. Okay. War sehr spannend. Da hier drin, wenn man den, was kostet dieses Auto, so wie man, wenn man hier gekauft hat, einen GT4? Aktuell steht der Listenpreis bei knapp 170.000. Und da ist dann aber dieses Renngetriebe und so alles schon drin? Ja. Das ist dann auch der 300 PS Motor oder haben die da mehr im GT4? Ja, appliziert in etwa 360 PS. 360. Ja. 360 mit dem sechszylindrigen Getriebe, ja. Kann man ungefähr sagen, in Sachen Performance, wie viel so ein Auto besser ist als die normale R-Version? Also wenn man jetzt beide Autos mit gleichen Reifen auf Rennstrecke stellen würde. Ich nehme mich her als normaler und unterdurchschnittlichen Autofahrer. Ja. Ich tue mir im GT4 extrem leicht. Ich bin um einiges schneller als im offenen. Mhm. Gute Fahrer, die vielleicht vom Kartsport kommen, sagen, das braucht es nicht, ich möchte den offenen haben, weil ich schneller bin dadurch. Es ist immer Physik, der hat natürlich etwas mehr Gewicht, ja. Beim anderen sparst du 170, 180 Kilogramm Gewicht, hast aber nicht den Vorteil des ABS, des sequentiellen Getriebes, was das Schalten betrifft, das ist abhängig des Fahrers. Okay, also kann man schon aber grob dann doch sagen, wenn der andere auch 360 PS hat und auch das sequentielle Getriebe, kann es sogar sein, dass sie gleich schnell sind oder der offene sogar, weil er leichter ist und schneller wird. Richtig, es war streckenabhängig. Okay, also war diese GT4-Sache wirklich eine reine Reglementssache wegen Käfig und Dach und so? Genau. Siehst du, wie er es gelernt hat. Der sieht natürlich geil aus. Das muss man einfach so sagen. So, jetzt kommen wir aber zum interessantesten Punkt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie, wo, was wir hier so... Wenn wir irgendwas verraten, was wir nicht sagen dürfen, musst du einfach Stopp sagen. Ich schreie. Jetzt kommen wir nämlich in die neuen Regionen, die ich auch ehrlich gesagt das allererste Mal live sehe. Bisher auch noch keinen gesehen. Das ist das ganz neue Modell GTX. Richtig. Könnte auch direkt hier von Batman aus dem Film kommen, auf jeden Fall. Er war kurz bei uns da und hat vorbeigeschaut und hat gesagt, passt so. Nehmen wir, können wir gleich machen. Erzähl mal, GTX heißt alles neu, alles anders? Ja, also wirklich vom Reißbrett an nicht so eine Kompromisslösung wie hier, sondern das wurde wirklich von scratch neu aufgebaut. Man hat alles verändert, nicht nur den Radstand, sondern achskinematisch wurde das Ganze wirklich von null auf neu geplant, wo Aerodynamik mit Konstruktion und Design zusammengearbeitet hat und man hat versucht, einen Supersportwagen zu kreieren, wo dieser neue Fünfzylindermotor, also der Alublock, jetzt integriert ist. Das ist der spannende Teil, der nachher noch kommt, weil wir gucken uns diese ganze Technik noch an. Wann habt ihr damit angefangen? Wie lange eigentlich entsteht diese Idee schon? Weniger als 2 Jahre. Weniger als 2 Jahre? Boah, war aber schnell. Ja, wir haben also in großen Jahren manchmal nicht mehr hin, irgendwelche Carbon-Teile irgendwo fertig zu lassen. Das habe ich ja öfter gehört, ja, Großserie dauert etwas länger. 2 Jahre. Aber bewusst, wie gesagt, nicht entgegen der normalen Hersteller, dass man ein Straßenfahrzeug bringt und man versucht, ein Rennfahrzeug draus zu machen. Das ist wirklich Rennfahrzeug. Ja? Mhm. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es sieht auf jeden Fall endkrass aus. Auch so diese Partie, dass das Rad hinten rauskommt. Bei diesem Auto heißt, da wurde auch mit Aerodynamik aktiv rumgespielt. Also der ist schon wirklich so jetzt ausgelegt, wie er am Ende maximal schnell ist. Richtig, richtig. Du hast immer irgendwo Verbesserungen, die du machen kannst, ja, um mehr Downforce zu generieren. Aber das per se ist so das Modell, so wie wir es entworfen haben. Ja. Der ist noch mal länger? Der hat noch mal Radstand gewonnen. Der ist jetzt auf einem Radstand von 2,85 Meter. Und auch wieder verlängert im hinteren Bereich hinter dem Monocoque. Ja, also gefühlt sieht es jetzt auch so aus, als wenn man extrem weit vorne sitzt und dann noch dieses Riesending hinter sich hat. Und da ist jetzt 5-Zylinder Alu-Motor, also dieser DASA-Motor drin. Genau. Mit DSG-Getriebe. Mit sequentiellem Getriebe. Ah, okay, der kommt mit sequentiellem Getriebe. Ja. Verstehe. Der hat das Hollinger 6-Gang sequentielle Getriebe drinnen. Ja. Und Rennsport pur. Wir haben neuartige Technologie verbaut, wenn man so ins Detail gehen möchte. Wir haben elektrische Servolenkung zum Beispiel verbaut. Wir haben eine elektrische Schaltung verbaut auf dem sequentiellen Getriebe. Mhm. Das sollte so die Zukunft des Rennsports auch sein. Du hast etwaige zusätzliche Fehlerquellen, die du vermeiden kannst mit der Elektronik. Sie schaltet schneller, sie schaltet, ich sage jetzt einmal, wartungsfreundlicher auf dem ganzen Gebiet drauf, dass wir uns davon schon State of the Art erwarten. Können wir uns die ganze Technik mit Philipp nachher angucken in der Produktion? Sehen Kann ich. Geil, ja, dann müssen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Wird schon ausgeliefert oder noch aktuell schon auch nur ausgeliefert? Wir haben insgesamt schon 40 Fahrzeuge im Feld jetzt. Echt so viel? Von dem Rennfahrzeug, ja. Da haben wir verhältnismäßig wenig noch gesehen, ja. Wir sind sogar, und das macht mich glücklich, wir sind sogar hinten nach mit der Produktion. Das heißt, alles, was wir jetzt bauen, ist eh schon verkauft.
und die Kunden warten auch schon überseemäßig, dass sie die Teile kriegen. Die Nachfrage ist sehr gut. Das heißt, ist limitiert oder wird so lange gebaut, wie ihr sagt, wir können weitermachen? Wir haben nicht limitiert, also es gibt jetzt nicht eine Serie von 1 bis 50, das nicht, aber die Stückzahl ist schon sehr limitiert, weil die Kapazitäten im Werk eingeschränkt sind, dass nicht mehr wie 80 Fahrzeuge pro Jahr rauskommen können. Das heißt, wenn ich jetzt einen bestellen würde, wie lange warten ungefähr? Aktuell 3,5 Monate. Ah, das ist aber auch noch nicht so viel. Die Saison beginnt im Februar, also es geht sich noch aus. Weil ich wollte gerade sagen, es gibt wir können uns dann hinsetzen, dann schaffen wir es. Machen wir schnell fertig, okay. Jetzt sehe ich an diesem Fahrzeug hier eine einzige Sache. Rennauto, weil er hat eigentlich keine Straßenzulassung, sind aber jetzt Reifen mit Profil drauf. Das ist richtig, weil wir stehen auf einem anderen Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug, das gecrasht wurde, um, ich sage jetzt mal, in die Zukunft blickend schon was absichern zu können. Das heißt, wir sind in den GT2 Rennsport gegangen und die FIA hat zu uns gesagt, sie würde auch einen Straßencrashtest akzeptieren. Und dann dachten wir schon in die Zukunft und haben gedacht, okay, dann crashen wir nur einmal, dass wir die Straße erfüllen und im Rennsport wird das akzeptiert. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug leicht modifiziert schon in den Crash geschickt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dieses Auto vielleicht irgendwann mal eine Straßenzulassung bekommt? Dieses Auto hier ist ein Prototyp. Dieses Auto wurde schon einmal gegen die Wand gefahren und hat zumindest die Tests bestanden. Weil dann weiß ich, da wird es auf jeden Fall viele Leute geben, die sich dann doch sagen, weil wenn man das, man wird es in der Kamera niemals so rüberkriegen wie live. Live ist es optisch schon eine Ansage gegenüber Ferrari, Lambo und so weiter, weil es ist halt schon irgendwie so ein richtiges Hypercar in dem Moment. Ne? Definitiv, das war immer unser großes Manko, wenn man so nennen will. Das war schlichtweg die Größe und mit diesen Dimensionen jetzt, mit über 2 Meter Breite, 4,70 Meter Länge und 1,10 Höhe, steht das schon da. Ich sag mal alleine die Bremse vorne. AP Racing. Vor allem riesig alles, ne? 19 Zoll. Okay. Das heißt, die Autos sind auch nochmal fahrerisch eine ganz andere Liga als die GT4. Ja. Also rein performance-technisch ist das jetzt schon eine andere Welt. Wir gehen da wirklich ins Supersportsegment rein jetzt dann. Wenn du sagst, mit einer normalen Übersetzung, dass du den Topspeed an die 2,80 schaffst, Beispiel Red Bull Ring mit dem GT4 sind wir 220, 225 Topspeed, wir fahren da näher mal uns an die 300, das ist dann schon eine andere Welt. 220 zu 300? Okay, das ist ja eine Welt. Ja. Das ist ja mehr als eine Welt. Das ist ja Funkeln in den Augen. Vor allem kommen bei 300 dann ja nochmal ganz andere Probleme, weil das muss ja auch alles wieder runterbremsen und so weiter. Ne? Weil 300 ist natürlich richtig. Unser Vorteil nach wie vor, wenn du die Bremse ansprichst, sind die 1050 Kilo, die wir leer haben. Ja. Das unterscheidet uns natürlich dann von den Konkurrenten, die 300-400 Kilogramm zum Teil schwerer haben. Dieses Auto hat serienmäßig theoretisch mit diesem DASA-Motor 400 PS. Der wird dann auch bei euch mit 400 PS kommen oder hat mehr? Wir sind da gerade in der Homologationsphase drin. Aktuell applizieren wir den DASA-Motor. Er nennt sich ja jetzt kürzeltechnisch DNW. Mhm. Das ist diese Zwischengeneration drinnen. Wir applizieren ihn aktuell mit 500 PS. Das heißt, die Leute kriegen sogar einen 500 PS GTX aktuell? Ja. Letzte Frage zum 5-Zylinder, warum? Habt ihr einfach so, ist ein Zylinder mehr als ein 4-Zylinder? Weil er geil ist, weil der Sound sehr exotisch ist, ja. Weil es eine extreme Lobby für den Motor gibt, die den halt schon seit Jahrzehnten kennen und sich darauf freuen, den jetzt hier im neuen Fahrzeug zu haben, weil er qualitativ sehr hochwertig ist. Und wir unterscheiden uns natürlich jetzt auch wieder gegenüber der Konkurrenz. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir den grünen Fußabdruck haben mit einem 5-Zylinder, aber wir sind natürlich schon auf nach wie vor Performance-to-Weight-Ratio aus und damit mit dem 5-Zylinder-Motor sind wir absolut den richtigen Schritt gegangen. Was ich mir vorstellen kann, was für einen Rennfahrer definitiv gut ist, jedes Mal, wenn ich diese Generation von einem 5-Zylinder fahre, finde ich, dass der unten raus extrem gut fährt für nur 2,5 Liter. Mhm. Das ist wirklich was, selbst mit dem relativ großen Turbolader drauf fahren die ja unten raus wirklich noch gegenüber allen anderen Motoren richtig gut. Ne? Ja. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig harmoniert. Okay, ja, so, ich glaube, wir haben schon wieder ein paar Minuten voll. Ne? Ja, ist schon ein bisschen was. Michael, danke auf jeden Fall, dass du uns einmal in diese KTM-Geschichte eingeführt und aufgeklärt hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich würde sagen, im nächsten Teil machen wir jetzt mit meinem Namensvetter Philipp weiter und der führt uns einmal durch die Produktion und wir ein bisschen Teile gucken. Sehr schön, viel Spaß. Vielen Dank. Gerne. War uns eine Ehre. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.